Hallo alle miteinander, ich bin der Mika und ich möchte ein zweites Tutorial mit euch starten. Und zwar geht es um das richtige Identifizieren von feindlichen Fahrzeugen. Oft erlebt man das, gerade wenn man im Panzer sitzt und gegen die feindlichen Panzer vorrückt, dass gemeldet wird, feindlicher Königstiger gesichtet in XYZ, und dann fährt man dahin. Und dann ist das nur ein leichter Panzer, der da durch die Gegend fährt. Sagen wir mal ein Panzer 2. Oder man bekommt gemeldet, feindlicher Panzer 2 gesichtet. Und man denkt sich so, oh super, leichter Panzer, leichtes Spiel. Fährt um die Ecke und dann steht ein Königstiger und der schießt sich direkt aus dem Leben. Daher ist es wichtig, die feindlichen gepanzerten Fahrzeuge richtig zu identifizieren und zu melden, damit die Panzercrew den richtigen Panzer einsetzen kann, um diesen zu bekämpfen. Wir unterscheiden bei den Panzern in drei Kategorien. Das wäre einmal der Recon, der Medium und der Heavy Tank, also der Scout Car sozusagen, der Medium Panzer und der schwere Panzer. So, hier beginne ich einmal mit den Scout-Fahrzeugen. Hier haben wir das Sonder-Kfz 222. Das ist das kleinste und leichteste Scout-Fahrzeug. Es ist bewaffnet mit einer 2 cm BMK und einem MG-34. Die Bordmaschinenkanone verschießt APIT und HE-Granaten. Dazu kommen wir später mehr. Ich gebe dann nachher so eine kleine Auflistung, was genau ist und was genau macht. Das Sonder-Kfz 222 ist schnell und wendig, allerdings nur sehr, sehr leicht gepanzert. Wenn ich mich recht erinnere, hat irgendjemand mal zu mir gesagt, dass das eigentlich ein umgebauter Kübelwagen ist. Da hat man so ein bisschen Panzerung überall dran geklatscht und dann war das Ding soweit fertig. Das 222 ist das leichteste der Scout-Fahrzeugen. Das zu unterscheiden von den anderen und auch von den Kettenfahrzeugen ist wirklich, wirklich leicht. Ich kann das jetzt nochmal in der Silhouette einmal zeigen. Ihr seht schon, das sieht eher aus wie ein Auto aus der Mad Max-Reihe oder sowas. Achtet darauf, das Fahrzeug ist wirklich schnell und wendig. Hier haben wir das Sonder-Kfz 232. Dieses ist wie das 222 auch mit einer 2 cm BMK bewaffnet, immer die Munitionstypen APIT und HE sowie einem koaxial gelagerten MG34 oben in den Turm. Das zu unterscheiden von dem 222 ist ziemlich einfach. Es ist ein Vierachser, hat vorne diesen Rammschild und oben diesen Bügel. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, das ist eine Antenne. Ja, Google und Wikipedia sind euer Freund. Fühlt euch frei, da irgendwie mal zu recherchieren und so ein bisschen zu forschen. Das bringt euch dem Spiel bestimmt auch ein bisschen näher. Bei manchen Panzern habe ich das mal gemacht. Die Geschichte hinter so einem gepanzerten Fahrzeug rauszufinden, ist sehr interessant. Das 232 ist schnell, wendig und agil. Allerdings, wenn es erstmal steht, dann dauert es so ein bisschen, bis es aus dem Pushen kommt. Das ist beim Puma gleich genau dasselbe, aber zu dem kommen wir gleich. So, hier haben wir jetzt den Puma. Der Puma ist tatsächlich auch ein leichtes Fahrzeug, zählt unter den Scout-Fahrzeugen, aber ihr seht schon, allein anhand der Kanone, der kann schon ein bisschen mehr. Der hat eine 5 cm Kanone und verschießt die Munitionstypen APC, APCR und HE sowie einem koaxial gelagerten MG34. Anhand der Munitionstypen und der Kanone seht ihr schon, der wird auch zum Panzerkampf eingesetzt, im Gegensatz zu den anderen Scout-Fahrzeugen. Mit der Kanone kann man schon ordentlich was reißen. Ich selbst habe damit schon des Öfteren mal sogar die Cromwell rausgeschossen mit 2 Schuss. Das Ding ist wirklich gefährlich. Einmal kurz die Silhouette reingenommen. Ihr seht, der sieht schon eher aus wie ein Panzer, hat nur diesen nach hinten gezogenen langen Arsch. Auch er ist ein Vierachser, von daher nicht ganz so leicht unterscheiden, gerade auf der Entfernung von dem 232. Wenn ich jetzt ein bisschen rausgehe, dann seht ihr schon, die ähneln sich schon ein bisschen mehr. Wenn ihr diese hier weitergebt, achtet da ein bisschen drauf, diese beiden genau zu unterscheiden, weil das sind zwei völlig verschiedene Waffentypen. Da hier haben wir jetzt den Panzer 2. Der Panzer 2 ist einer von zwei Fahrzeugen von den Deutschen, die auf Kette fahren. Der Panzer 2 ist sowie das 222 und das 232 ebenfalls mit einer 2 cm BMK bestückt. Diese verschießt AP und HE Munition und hat ein koaxial gelagertes MG34. Der Panzer 2 ist wirklich sehr schnell und sehr agil und
Ich glaube auch mittelmäßig gepanzert. Der kann einiges. Ihr könnt ihn gut erkennen an der großen 304 an der Seite des Turms, sowie die Farbe. Das ist ja so ein Grau-Blau. Im Gegensatz zu den leichten Scout-Fahrzeugen auf Rad. Ihr seht schon, die haben eine andere Tarnfarbe. Ist der leicht zu erkennen. So, hier haben wir jetzt den Panzer 38T. Das ist das zweite Fahrzeug, leichte Scout-Fahrzeug auf Kette von den Deutschen. Der 38T hat eine Viermann-Besatzung. Das heißt, ihr habt einen Richtschützen, einen Fahrer, einen Kommandanten und einen Bug-MG-Schützen. Ist das einzige Scout-Fahrzeug übrigens mit einem Bug-MG, das selbstständig von einem Extraschützen gesteuert wird. Die Kanone ist schon ein bisschen größer. Das ist eine 3,7 cm Kanone mit dem Munitionstypen APC, also panzerbrechend und hochexplosiv, sowie einem koaxialgelagerten MG34 und dem Bug-MG ZB53. Das ZB53 verschießt denselben Munitionstypen, MG34, von daher nicht minder gefährlich. Diesen Panzer von den anderen auseinanderzuhalten ist sogar relativ leicht. Er hat einen ganz normalen Panzerturm obendrauf, ist blau-grau gehalten und hat diese große 213 auf dem seitlichen Turm stehen. Wenn ihr den jetzt mal mit dem Panzer 2 vergleicht, ihr seht, die beiden kann man gut auseinanderhalten, sind die einzigen mit diesem blau-grau. Der Panzer 2 hat die weiße Zahl drauf, der Panzer 38T die rote Zahl.